Jo Leute und willkommen zurück zu Ahead in Time, wo wir im letzten Part unseren chillen kleinen Scooter hier geholt haben. Und nein, ich bin nicht betrunken, ich fahre wirklich sowas, was? Nein. ja, wir haben im letzten Part in der zweiten Welt noch ein bisschen weitergemacht und dann wurde uns gesagt, dass wir in den nächsten Level erstmal einen neuen Hut brauchen, einen neuen Key-Item, was auch immer. Und ja, dafür sind wir erstmal hierher gegangen, weil hier können wir den Hut freischalten und mir fehlen noch zwei Yarns dafür, um den überhaupt erst herstellen zu können. Und da oben ist noch einer, sehe ich gerade. Und ja, hier sind jetzt diese Geister, die wir besiegen sollen. Yay, Auftrag 1 fertig. Und so. Okay, wie machen wir das hier am dümmsten? So, okay. Passt doch alles. Und ja, das ist zwar einer für den Eistut, aber an sich zählen ja alle immer für alle. Nur muss man einmal den richtigen dafür gefunden haben, um. Ah, dafür brauchen wir einen Enterhaken. Oder komme ich da auch so ran? Da kommt man auch so ran. Warum ist da so ein Enterhaken-Ding? Und ich glaube, das ist auch der nächste Hut, den wir bekommen. Dieser Enterhaken halt. Und ja, hier haben wir wieder so ein Eisding. Und ich glaube, daran zu kommen war ein bisschen schwerer. Also, was heißt schwerer, aber ne? So, man muss darauf, man muss dann darauf und dann schmeißen wir das Ding darüber. Das war nicht mal ansatzweise schwer. Okay. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Tüte und können die Fuchsmaske, ist das jetzt? Ja. Ja, okay, die Fuchsmaske ist aber noch nicht der Enterhaken. Und ja. Weil die Fuchsmaske damit. Wo kann ich euch das am besten zeigen? Wo haben wir ja davon solche Plätze? Hi. Wer bist du nochmal? Okay. Und ja. Da ist wieder ein Geschenk drin. Und wo haben wir hier eine Frucht? Wieder einfach Augen rausgucken. hier scheint ziemlich wenig Wasser drin zu sein. Ah, da ist eine. Okay. Da oben geht nicht rein, oder? Warte. Aua. Yay, noch ein Relikt. Das ist eine Kuh mit Scheißhaufen oben drauf, oder was? Ja. Und da wurde der Mafia-Typ ins Bild gezogen. Und was wir hier machen müssen, ist eigentlich ziemlich einfach. Wir müssen diese Bilder nehmen und ins Feuer schmeißen. Ich sag ins Feuer schmeißen. Ja, Burn. Und ja, wo die Bilder sind, ist jetzt nicht gerade sehr schwer herauszufinden. Ne? Ich meine, da sind dicke, fette Streifen hin. Oh, man kann Annie bauen. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich dachte gerade, ich wäre reingeglitscht. Okay. Meine Nase guckt durchs Bild. Und es sieht auch ziemlich komisch aus, das Bild. Aber okay, okay, ich kann keinen Doppelsprung mehr machen, wenn ich das Ding trage. Und tschüss. Dann fahren wir mal den weiten Weg hier hinten nach hinten. Ja, vielleicht sollte ich. Na, komm, so. Ja, da brauche ich wieder eine kleine Frucht und einen Geist und einen Boom.
Okay, schade, ich kann nicht beides gleichzeitig tragen, benutzen, wie auch immer. Wäre schön gewesen. Und ja, wir brauchen. Nee, wir brauchen noch gar nichts. Ich wollte sagen, wir brauchen ja 150, um überhaupt erst das nächste Level freizuschalten in Welt 2, aber. Nee, das eine Level haben wir ja schon freigeschaltet, aber konnten wir ja nicht weiter wegen unseren Hut oder so. Und ja, da kommen wir erst rein, wenn wir die Füchse verscheucht haben. Und wir kommen jetzt am besten da oben rauf. Ich würde mal sagen, einfach hier rauf hüpfen. Da ist eine Kiste. Und yay, wieder ein Jahr. Und ja, der nächste Hut müsste allerdings dann der Greifhaken sein. Oder ist das ein Orden? Ich weiß es gerade gar nicht. Eigentlich dürfte es kein Orden sein, weil die Orden sind ja nur fürs. Ja, um besser zu sein, wie auch immer. Nichts, was man unbedingt braucht. Okay, ihr habt euch gerade bedankt, dass ich euch umgebracht habe. Und ja, jetzt sind alle von diesen Feuermauern weg. Und clean the Subcon well, okay. Sie haben sich bei mir bedankt, als ich sie umgebracht habe, also in dem Sinne. Yay, wunderschön. Ja, jetzt müssen wir wieder ein machen und ja, Enter the Manor, bla 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 bla. Gucken wir mal kurz die anderen an. Nein, den mache ich zum Schluss. Also ja, Spoiler, man muss am Ende sowieso alle machen und. Ja. Hier müssen wir zur Eis-Dings-Bums-Gegend drüber und ja. Okay. Und ja, somit haben wir unseren ersten Vertrag scheinbar fertig, glaube ich. Keine Ahnung. Eigentlich hat uns ja ein Punkt noch gefehlt, aber hey. Die Wall ist schon weg. Okay, auf jeden Fall, wir haben 13 Timepieces und ich glaube, wir können schon fast in die letzte Welt. Aber ja, ich meine, hey, wir haben 7 gebraucht, um diese Welt zu kommen. Jetzt habe ich 13. Ja, hi. Aber ne, scheinbar noch nicht. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, oder was heißt am Überlegen an. Ja, ich guck mal eben kurz, ob wir schon in die Dings können. In das eine Level jetzt, weil wir ja jetzt einen neuen Hut haben und so. Sonst, Alter, weg damit. Das ist zu schnell. So. Wo bin ich da? Train Rush, ja. Wir müssen hier Key Item, okay. Ich hab's immer noch nicht. Dementsprechend können wir hier immer noch nicht weiter. Das heißt für mich, ja, wieder zurück zur Welt 3. Da wir ja in Welt 1 sowieso komplett fertig sind. Was irgendwie lustig ist, da es ja noch so viele Items gibt und so. Und ja. So. Ja, Queen Vanessa's Manor. Unser Subcon-Welt. Okay, ach ja. Das ist jetzt, für, denke ich mal, für unsere erste Mission noch und ja, das ist Act 2, deswegen. Ich frage mich, ob wir hier den Greifhaken bekommen. ja. Scheint doch wirklich ein Orden zu sein.
Auf jeden Fall, das Ding brauchen wir, denke ich mal, sehr wahrscheinlich für Welt 2 noch. Und ja, die Kamera zeigt auch dahin, wo wir hin müssen. Und wir brauchen hier auch die Fuchsmaske, sehe ich gerade. So, und hier sind wir ja vorher nicht längs gekommen, oder hier oben weiter, weil hier war ja die Feuermauer. Auf jeden Fall können wir jetzt hier längs und... Hey. Wieso kannst du da stehen? Ich kann da nicht stehen. Ja, Spoiler, ich kann da nicht stehen. Okay. Oder kann man... Ah ja, doch, man kann für kurze Zeit hier drauflaufen. So war das, genau. So. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Bild? Okay, ich glaube nicht, dass ich das darüber schaffe. Oh Gott, wie soll ich denn das... Okay. Ich muss es scheinbar irgendwie hier rüber schaffen. Oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Okay, und damit ist die andere Feuermauer auch weg und ich glaube, es waren noch schon beide. Oder gibt es noch eine dritte? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, hier irgendwo war ja dann der Brunnen, in den ich ja jetzt muss. Wie er es uns ja gesagt hat, bevor wir den zweiten Vertrag unterschrieben haben. Okay. Du sollst den Hut auch ausrüsten. Weiß nie, was ich als erstes loslassen soll. Ja. So, und genau so können wir jetzt hier rauf oder auch nicht, weil, hey, das Spiel denkt sich, nö. Und ich bin tot. Danke. So. Genauso können wir dann das machen. Weil eigentlich sind diese Plattformen ja unsichtbar, wie ihr eventuell denken könnt. Ach ja. Oder alternativ gibt es diese Glocken, die genau dasselbe machen wie die Maske. Nur halten die Glocken ein bisschen länger. Weil hier wäre ich nie im Leben mit der Maske hochgekommen. Und ja. Dann gehen wir mal nach unten. Oder so. Yay. Ich weiß gar nicht, wo ich hier längs muss. Ich hasse es, wenn es zwei Wege gibt. Ah. Okay, da scheint der richtige Weg zu sein. Deswegen gehe ich erstmal in diese Richtung. Weil ich ja noch ungefähr weiß, was man hier machen muss. Okay. Und ich komme nicht mehr raus. Sind wir jetzt in Zelda oder was? Frag mich, ob ich irgendwas mit der machen soll. Und auch mit denen. So. Okay. Was haben wir hier Hübsches? Ja, hier ist der Greifhaken, Enterhaken, was auch immer. Und mit denen können wir jetzt Action machen. So. Und auf den Schalter. Ja, das Tor wieder runter macht. Yay. Das ist wirklich gerade wie Zelda hier gewesen. Und wie komme ich darauf? Ah, okay. Gut, dann irgendwie so einmal. Muss ich gerade mal gucken, ja. Das passt, denke ich mal, schon so. Den Regenschirm braucht man sowieso eigentlich nicht. Der ist echt nur für... Ja, wenn man mal runterfällt. Und ich glaube, man kann auch im Fall was umrüsten. Aber wenn man weiß, oh Gott, ich sterbe bei diesem Fall, ich rüste den jetzt einmal mal random aus, dann kann man das da immer noch machen. Und ich glaube, hier hätte ich sowieso den Enterhaken gebraucht. Ja. Denn ich muss nämlich mich da ranhängen und dann geht der Tropfen da hoch und es läuft Wasser raus. Und ja. Yay. Denke ich mal. Wo muss ich denn jetzt längs? Ja, hier muss ich doch hochkommen. Achso, ich muss... Genau. Gut. Ich weiß, dass man hier einen Erfolg dafür bekommt, dass wenn man nicht einmal runterfällt. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt noch zählt, weil ich war ja noch relativ lange unten im Nassen. Und ja. Yay, einmal schön durchs Wasser.
Das würde jetzt übrigens nicht zählen. Also als getroffen worden, aua. Die hat mich ganz minimal erschreckt gerade. Ey. Okay, dann halt nicht. So, danke. Was auch immer das gerade war. So. Die Münze will ich aber doch noch haben. Und das Wasser ist schon hier. Ach du Scheiße. Ja, hallo erstmal. Aber das Wasser hat mich nicht berührt. Also hey, das zählt Loch oder so. Eigentlich nicht, aber egal. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, wenn ich draußen bin, ob ich eine Trophäe bekomme oder nicht. Ein Erfolg, wie auch immer. Ups. So. So. Ja. Scheint wohl so, dass ich es geschafft habe. Jetzt werde ich erstmal rausgespült. So, und übrigens kann ich jetzt auch mal so random mal in diesem Party erwähnen, weil warum nicht? Eventuell habt ihr das mitbekommen, dass ich in letzter Zeit ein bisschen mehr hochlade. Was einfach daran liegt, dass ich mir jetzt so einen kleinen Upload-Plan gemacht habe, den ihr auch in meiner Kanalbeschreibung finden könnt. Und ja, ich möchte das jetzt halt echt irgendwie so durchziehen, dass ich 6 Videos pro Woche hochlade und da haben wir wieder ein Timepiece, yay. Und ja, 6 Videos pro Woche, immer abwechselnd meine 2 Projekte, die ich jetzt versuche am Laufen zu halten. Also, ich möchte immer 2 Projekte irgendwie haben, nur muss ich dann halt immer gucken, was für Spiele das sind, weil, ja, sowas wie jetzt Pikmin 2 und Ahead in Time, das sind beide Spiele, die so, sagen wir mal, Runden die 30 Parts wohl haben werden. Wobei, ihr hättet Time, ja, mal sehen. Je nachdem, wie ich das Spiel spiele, weil, ne? Bin nach wie vor nicht der beste Spieler. So. Okay. Ich muss das als erstes loslassen. Und ich habe den Dingsorden gar nicht mehr ausgerüstet, ey. So. Wird Zeit, dass ich 3 Orden ausrüsten kann. Aber ja, ich weiß gar nicht wie oder warum oder wann ich das überhaupt kann. Aber ja. Gut, auf jeden Fall können wir jetzt sehen, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ich könnte es freikaufen, okay. Mache ich aber noch nicht, weil ich will ja erstmal hier rein. In den Train Rush. Und ja, zur Not breche ich die Aufnahme wieder mitten in dieser Mission ab, weil jetzt bei... Ja gut, ich hätte eigentlich auch was anderes machen können und ich muss wirklich noch bis ganz nach vorne in den Zug. Ist das die Mission? Go on in. We're getting ready to shoot the biggest action movie in bird history. The movie is gonna be the bomb. And I mean bomb in the good way, picnic. Was heißt Picnic überhaupt? Das muss ich nachher mal googeln. Das scheint nämlich irgendwie so eine Semi-Beleidigung zu sein. Ja, das hätte ich hier überhaupt machen müssen, sonst wäre gar nichts losgegangen. The train self-destruct sequence, and that ain't no joke. It'll blow up. I need a movie with some real intense action. So that's what we're gonna do. The train's gonna blow in a few, but you can save us all, lassie. Get to the switch at the front of the train to turn, and you're better making in time, all right? I don't care about the owls or yourself, but you don't dare blow up me train for real. It's my baby. The cameras are gonna be rolling, lassie. You hurry now. Go over and out. Und ich will nochmal anmerken, gerade an solchen Sprüchen merken, dass er eigentlich mehr der Böse ist. Deswegen sollte er der Boss sein am Ende und nicht Dieter Grooves, weil... Hallo? Es ist ein Scheißegal, was aus den Eulen oder mir wird. Hauptsache, dein Zug bleibt heil. Und ja. Eigentlich wäre da noch der Händler gewesen, aber in diesem Fall... Ja. So. Aua, oder so, was auch immer da war. Zeit, aua, eben nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich bin so ziemlich tot. Warum hat sie die ganze Zeit nur diesen Arschsprung gemacht und hat sich nicht wieder gefangen? Ja, okay, was auch immer. Versuchen wir es nochmal. So. Okay.
La 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 la. Ah, fuck. Aua. Okay. Ich muss sagen, es ist eine lustige Jump'n'Run-Action hier. Ernsthaft, die sitzen hier und spielen einfach Musik. Oh Gott. So. Ja, und man sollte auch immer die Zeit irgendwie mitnehmen. Ach du Scheiße. Aua. So. Ja. So. Mensch, so groß war der Zug von außen nicht. Ach ja, und hier muss ich, glaube ich, alle Felder aktivieren. Was ja, ne? So, okay. Aua. Ich kann sowas doch nicht schnell spielen und dabei kommentieren. Immer noch Respekt an die Leute, die das wirklich können. Ich kann's nicht. Aua. Aua. Okay, jetzt fange ich erstmal wieder. Aua. So. Nein. Hilfe. So, okay, gut. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ja, gut, warum nicht? Hat doch über 2 Minuten Zeit. Okay. We did it in the name of cinematography, and to beat that no good DJ Grooves. I bet he won't be able to make half the movie we just made. All right, here, take one of these thingamajigs you like. You deserve it. So, und damit haben wir auch diese Mission geschafft. Die war ziemlich kurz, aber umso besser, weil da kann ich jetzt den Part gleich beenden. Yay, oder so. Und dann reicht das für mich auch erstmal wieder an diesem Spiel zum Aufnehmen. Auch wenn ich jetzt, glaube ich, nur habe ich 2 oder 3 Parts aufgenommen. Keine Ahnung. Ja. Ich brauche ja nur 3 Parts an sich pro Woche aufnehmen. Weil, ne? Kommen nur 3 Parts pro Woche. Und wenn ich zu viel vorweg aufnehme, ist es teilweise auch ein bisschen blöd, weil ich rede zwar nicht oft über aktuelle Themen, aber wenn es halt so der Punkt ist, dann denke ich, ja. Genauso wie der Punkt, wo ich gerade wegen hier meiner Upload-Plan geredet habe. Ich denke mir, ja. Ja, ich habe einen Upload-Plan gemacht, den habe ich jetzt gestern gemacht, also für diesen Zeitpunkt der Aufnahme. Aber diese Aufnahme, die kommt erst ein bisschen sehr viel später. Ich glaube, die kommt erst Samstag, also diese hier. Und wir haben gerade heute Sonntag und ich habe die Upload-Plan jetzt Samstag, also eine Woche bevor dieses Video kommt, gemacht. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war es soweit von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.